Jetzt geht es nur noch darum, dass ich mich würdig verabschiede. Ich hatte ewige Zeiten kein Geld, nichts geerbt. Also hast du nichts gehabt. Du musstest auch noch deine Eltern unterstützen. Mein Mann musste noch unterschreiben, dass er damit einverstanden ist, dass ich berufstätig ist. Da war ich dann so als Frau die Erste, die so Finanzen sowas gemacht hat. Und wenn ich dann 2,7 Millionen sehe, dann weiß ich, du hast es alles richtig gemacht. Ich gelte als Frauenvorbild, als Inspiration. Das ist die Geldanlage Krise und Crash und das Kolumnenbuch. Und da habe ich dir auch nette Widmungen reingeschrieben. Super. So für alle Zeiten. Und dann habe ich wirklich 2 Jahre lang Bildkolumnen geschrieben. Ich wusste schon, dass ich Krebs habe, aber in dieser Abscheulichkeit habe ich es auch nicht erwartet.